Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Wir sind heute hier im schönen Vesbeck und wollen das Thema für euch angreifen, wie man sich beim Flächenbrand verhalten kann. Wir machen das heute zusammen mit der Firma Schlingmann, mit einem TLF 2000 habe ich heute extra hier. Und wir werden, falls es brenzlig wird, das Allrad nutzen können, um vielleicht etwas leichter vom Feld zu kommen. Aber ich werde euch mal so ein paar Ratschläge geben, ein paar Tipps. Ist nicht alles immer anwendbar, aber vielleicht mal so ein paar Grundideen, die ihr sinnvoll nutzen könnt, um einfach sicher vom Einsatz wieder nach Hause zu kommen. Alles klar? Fangen wir einfach an. Los geht's. Feuerwehr Willi macht das natürlich heute nicht alleine. Ich habe noch ein bisschen Hilfe da. Ein bisschen auch die Kameraden an die aus der Feuerwehr Helzau, aus der Nachbarwehr, finde ich auch gut. Marvin hat seine Jungs mal kurz mobilisiert, ganz spontan. Ne? Und Robin, also den kennt ihr schon, Marvin, Robin, Maurice und Andreas. Ne? Wenn man irgendwo hinkommt, also wir stellen uns mal vor, also Flächenbrand ist manchmal eine etwas, ich will nicht sagen unberechenbare Sache, aber es kann sich manchmal anders entwickeln, wie es geplant war. Ne? Es läuft 100 Mal gut, immer gleich und das eine Mal ist dann schlecht. Und da steckt man nie so richtig drin. Der Wind kann drehen, wir haben heute auch ein bisschen Wind. Wir wollen jetzt einfach mal darüber sprechen, was ihr beachten müsst, wenn ihr auf so ein Feld überhaupt drauf fahrt. Ne? Also es ist ja scheinbar erstmal alles relativ fest. Man versackt jetzt nicht. Und wir werden jetzt einmal darüber sprechen, ein paar bisschen Ideen austauschen, was man beachten muss. Das Gute ist, Andreas, ihr kennt ja auch die Schwerpunktwehr in Garbsen, die habe ich auch schon mal vorgestellt. Da kommt Andreas her, ist aufs Land, aufs schöne Land gezogen. Ja. Und hat auch ein bisschen mit Pferdehof und so, mit Treckern und kennt auch die Situation, dass es mal schwierig auf dem Feld sein kann, obwohl man einen Trecker hat, obwohl man ein Allrad hat, kommt man nicht immer von jedem Feld problemlos wieder runter. Ne? Das ist wohl wahr. Genau, und das, diese ganzen Erfahrungen wollen wir jetzt mit euch mal ein bisschen austauschen. Wir fangen an mit der Auffahrt. Normalerweise würde ich fast empfehlen, dass man rückwärts auf dem Feld drauf fährt mit dem Einsatzfahrzeug, damit man in der eigenen Fahrgasse, die man produziert hat, auch wieder wegfahren kann. Das ist nur meistens schwierig, weil es ist auch schon mal passiert, dass Fahrzeuge in Graben reinrutschen oder sowas, weil hier, dann sieht man es nicht so richtig. Das kann auch sein, dass die Ecken nicht so mega stabil sind. Auf einmal geht es in Graben runter. Deshalb ist Rückwärtsfahren eine besondere Herausforderung. Müsst ihr selber entscheiden. Ne? Kann man aber machen, hätte den Vorteil, dass ihr nicht wenden braucht auf dem Feld. Dass ihr gleich in Fluchtrichtung auf dem Feld steht. Ne? Also die Einfahrt muss man erstmal finden, wo die ist. Die ist ja meistens so von Feld zu Feld immer verteilt. Aber aufpassen, daneben sind meist Gräben. Und wenn man da reinfährt, ist auch Schicht im Schacht, dann nützt das tollste Video heute nichts. Also, wir gehen mal davon aus, wir fahren vorwärts drauf, wir sind vorsichtig und fahren vorsichtig mit dem Einsatzfahrzeug drauf. Der erste Grundgedanke, den ich habe, und deshalb sagt ihr vielleicht mit rückwärts drauf fahren, Fragezeichen. Ihr solltet aber, wenn ihr im Einsatz fahrt, euer Auto so hinstellen, dass ihr erstmal wieder wegkommt. Dass ihr euch nicht gegenseitig zuparkt und dass ihr gleich in Fluchtrichtung steht. Das heißt nicht, wenn ihr plötzlich weg müsst, weil die Lage eskaliert, dass ihr auch gleich losfahren könnt und in die richtige Richtung schon steht. Das heißt Richtung Ausfahrt, hier in dem Fall. Ne? Das ist das Erste, ganz wichtig. Und wenn wir jetzt hier gleich aufs Feld drauf fahren, nutzen wir am besten Fahrgassen, bestehende Fahrgassen. Wir gucken uns das mal an. Es ist manchmal schwer zu sehen. Aber man kann hier ganz leicht eine Fahrgasse erkennen, schon mal, wo die anderen Fahrzeuge schon mal gefahren sind. Da ist es etwas besser verdichtet. Ne, und wir fahren gleich mal einfach mal mit dem Einsatzfahrzeug mal drauf. Genauso auch in die andere Richtung sind auch Fahrgassen. Wichtig ist, wenn ihr auf dem Feld fahrt, den Lenkradeinschlag, den solltet ihr möglichst gering halten. Das heißt, nicht irgendwelche scharfen Ecken fahren, möglichst weich um die Kurven fahren. Man sagt auch so, dass das Hinterrad nicht mehr als die Hälfte aus der eigenen Spur rausfährt, wenn man eine Kurve fährt. Das heißt, ganz seicht. Keine Ecken fahren. In dem Moment, wo ich vorne stark einschlage, schiebt sich das ganze Gewicht auf das querliegende Rad und man fängt es an, sich einzugraben. Genauso plötzlich Gas geben, durchdrehende Reifen, schlecht. Ne? Mit Gefühl langsam fahren. So, und wenn ihr jetzt das erste Mal rauffahren, das werden wir jetzt den Fahrer auch nochmal sagen, wichtig, ihr fahrt in eins durch, bis ihr eure Position habt. Das heißt, nicht zwischendurch anhalten, anfahren vermeiden. Fahrt gleichmäßig und langsam, gesittet, kleiner Gang, höhere Drehzahl, fahrt da einfach einen gleichmäßigen Bogen und dann werden wir gleich mal in dieser Fahrgasse zum Stehen kommen. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an mit dem schönen TLF. Bin ich ganz gespannt. Los geht's. Es hilft, wenn der Beifahrer die Möglichkeit hat, auszusteigen und zu gucken und auch dieses Feld zu erkunden. Und jetzt sieht man hier, augenscheinlich erstmal nicht schlimm, aber hier ist auch ein, naja, es ist schon ein kleines Loch und das kann schon mal, willst du sich dramatisieren, aber man muss gucken, ob das wirklich geht.
Und da kann ich euch mal so eine kleine Faustformel nennen, was man beachten soll. Wir fahren das Fahrzeug mal hier drauf. Entweder umfährt man so eine Löcher oder muss darauf achten, dass das Maß des Loches, die Breite, ne, nicht breiter ist als der halbe Raddurchmesser. Wenn das breiter ist als der halbe Raddurchmesser und ihr müsst da durch, dann müsst ihr das ausfüllen und begradigen, sonst kriegt ihr da Probleme mit dem Fahrzeug. Ne? Aber hier in dieser Situation war natürlich das Leichteste ist umfahren. Ne? Ist jetzt nicht so dramatisch, aber dass man darauf mal so ein bisschen achtet. Okay, der Beifahrer Andreas würde jetzt mal vorgehen und ihm ein bisschen helfen, zum Einsatz zu kommen. Genau. Natürlich auch ein bisschen Zeitdruck, Einsatz läuft, es brennt, dann wir schnell hinkommen. Aber in so überschaubaren Flächen könnte man vielleicht darauf verzichten, aber es ist nicht verkehrt, wenn sich jemand ein Bild von der Lage macht. Und obwohl er jetzt so große Reifen hat, gebe ich Brief und Siegel, wenn wir gleich ein bisschen Zeit haben, kann ich den hier versenken. Dann ist das nämlich die Nautilus von Captain Nemo, dann steht das Ding hier auf der Achse. Obwohl der Boden hier so fest aussieht, ne? Das geht ganz schnell. Wir beide sprechen jetzt mal. So, ja. Jetzt für mich so ein bisschen die Fachexpertise, der Fachberater gerade. Naja. Landwirtschaft. Ja. Obwohl du keine richtige betreibst, aber mitspielst also ein bisschen. So. Genau. Ja, wenn wir jetzt so stehen, wir sind im Einsatz. Sind wir eigentlich hier, um Feuer zu löschen? Das muss ja möglichst schnell gehen. Das heißt, wir versuchen, wenn es überschaubar ist, brauchen wir wahrscheinlich nicht absitzen. Aber du hast natürlich jetzt wunderbar in diese Fahrgasse geleitet. Befestigter Boden. Da meine ich, kann man garantiert wieder wegfahren. Ja. Aber ich glaube auch da, wenn man ein bisschen hin und her fährt, ein bisschen ruckelig mit dem Gas spielt, ein bisschen durchdreht, dann ist man auch ruckizucki. Ja, Problemchen. Aber da ist die relativ schwer, da sich festzufahren. Das ist, also hier ist jetzt schwierig mit Festfahren, sagst du? Ja, wenn du in der Fahrgasse bist, ja. Ja, okay. Na, dann ist relativ safe, relativ. Wenn man natürlich mit Wasser rumgeplanscht hat, da ist Matsch und ein Pipapo, kann das natürlich relativ schnell passieren. Genau, da sprechen wir dann nochmal drüber. Aber denk dran, das ist ein geländetaugliches Fahrzeug, normales LF. Oder? HLF 20 oder sowas, die hat normalerweise Straßenbereifung, ist für die Innenstadt, wird dazu alarmiert, weil es ein Riesenbrand ist und auf einmal kommen die hier und sagen, jo, ich fahre da mal rauf und es ist plötzlich keine befestigte Straße mehr. Genau. Und dann gehen die Probleme los. Deshalb bitte erstens merken, in Fluchtrichtung wieder hinstellen. Das ist das Erste. Da sehe ich schon öfters, dass das nicht immer klappt. Nee. Ne? Okay. Da wird irgendwo vor der Feuerwand hingestellt und dann auf einmal wundern sie sich, warum das Feuer denn da ist. Genau. Wo kommt das her? Genau. Ja, es kann wirklich schnell drehen, haben wir alles schon erlebt. So. Dann das Zweite, wenn man einen Stellplatz hat, rein einsatztaktisch empfiehlt es sich, wenn man jetzt die Landwirte nutzt, die mit alarmiert sind zur Unterstützung, die dann vielleicht um das Fahrzeug herum so eine Art kleinen umgrubbern, dass man sozusagen das Brandgut entfernt um das Fahrzeug herum, muss nicht dicht dran sein, aber wirklich so eine Art Bereich, wo man sagt, von da aus kann auf alle Fälle kein Feuer kommen, ne? Dass man richtig, nicht umzingelt wird. Richtig. Ihr könnt auch sicher sein, wenn ihr das Auto 100 Mal gestartet habt, gerade wenn ihr Stress habt im Einsatzfall, ich gebe Briefensiegel, das wird das erste Mal sein, dass ihr Startprobleme habt. Oder loszufahren mit dem, weil man einfach Stress hat und abwürgt, keine Ahnung, oder nicht ankriegt und hat einen Schalter vergessen zu drücken und so weiter. Ne, also, es ist normal Stress. Ne? Okay. So, jetzt gucken wir noch mal eine Sache, was du eben schon sagst, mit Wasser rumpanschen. Das ist nämlich ganz wichtig. So, bei den Löschfahrzeugen ist ja auch meist so, dass wir auch die Wasserabgänge hin, diese B-Stutzen hinten haben. Und wenn man guckt, ist die Hinterachse nicht weit. Das heißt, wenn ihr hier Straßenbereifung habt und hier ordentlich rumpatscht und macht und tut und hier ist eine Wasserlache, Matsch, kann man sich auch Probleme selber schaffen. Ne? Also, dran denken, bitte, wenn ihr irgendwas ablassen müsst, Tank, keine Ahnung, dann nimmt einen Schlauch. Und Füllen von Fahrzeugen kommt der Wasser über den Tank raus, spült genau in der Mitte vom Fahrzeug. Ja, auch das, ne, aufpassen, auch da, genau, sich selber unter die eigene Achse noch eine Pfütze machen, kann nachteilig sein, ne? Darauf achten, okay? Wer von euch Gruppenführer hatte, erinnert sich noch an den Führungskreis. Da war unten so ein Punkt, bevor man die Entscheidung trifft, welche Maßnahmen man durchführt, dass man die Taktik wählt, grundsätzlich. Und wir haben ja 4 Taktiken, wir können angreifen, deshalb sind wir hier, wir wollen das Feuer löschen, da. Ne, wir greifen an. Oder wir verteidigen. Das heißt, wir verteidigen den Wald zum Beispiel, dass das Feuer übergreift. Ne? Oder wir evakuieren. Wald wegfahren ist schlecht, aber man muss die grundsätzlich, aber die Menschen oder Tiere drin kann man auch evakuieren, wenn da irgendwie eine Wiese ist oder was mit Tieren drauf. Genau. Letzte, 4. Maßnahme ist die Schächte. Alles liegen und stehen lassen und abhauen. Sich retten, sozusagen fliehen. Wie nennt man die 4. richtig sauber? Aufgeben? Aufgeben. Nennen wir es aufgeben. So. So, das heißt, wenn man jetzt hier angreift und man merkt, die Lage kippt um, will man wahrscheinlich darüber wechseln, dass man sein eigenes Fahrzeug oder seine eigene Situation erstmal verteidigen will. Das heißt, es empfiehlt sich erstmal,
ein bisschen Wasser noch im Tank zu haben vielleicht. Als Eigenschutz? Als Eigenschutz. Also nicht bis zum letzten Tropfen alles rausnuckeln, vielleicht so ein paar Liter drin lassen, wenn man sagt, wenn das hier doch ein bisschen die Gefahr in Verzug ist, lieber noch Wasser haben für den Selbstschutz. Und das Zweite, wie man sich selbst auch schützen kann, ist die gute alte Feuerpatsche. Die holen wir mal mit dazu. Ja. Gucken wir uns mal an. Die gute alte Feuerpatsche, ne? Kleinlöschgeräte. Jeder kennt sie von der Truppmann-Ausbildung. Hängt irgendwo im Gerätehaus meistens, gar nicht mehr am Fahrzeug, weil braucht man ja eh nie. Und das ist das, was ich auch zum Beispiel auf dem Wipfelfeuer-Seminar auch die Botschaft war, diese klassischen Löschgeräte sind absolut wichtig und Gold wert. Das heißt, auch bei so einer Sache, wenn jetzt dieses Feuer kommt, braucht man nicht mal Wasser. Diese Feuerpatsche, Maurice, machst du mal vor, ne? Ausstreicheln das Feuer. Und man wird automatisch, wenn das hier heiß ist, auch ganz weit hinten anfassen. Ne? Also man wird nicht hier unten machen, sondern man wird wahrscheinlich noch weiter hinten anfassen. Glaubst mir, und du wirst die Feuerpatsche nur dahin, die Hitze und ausziehen. Ne? So, okay, also so ist die Feuerpatsche. Wichtiges Teil, bitte. Wenn ihr zum Flächenbrand fahrt, nehmt alle Feuerpatschen mit, die ihr habt. Ne? Gerade wenn es auch darum geht, das eigene Fahrzeug zu schützen. Wenn da das Feuer ankommt, kann man damit auch unter PA sehr effektiv arbeiten. Ne? Täuscht euch nicht. Gut, die gute alte Feuerpatsche. Ne? Oder Schaufeln und so weiter. Spaten, alles. Alles die klassische Erdbearbeitung, Dunghaken, alles, was ihr so dabei habt. Ne? Alles raus. Gesetzt den Fall, ihr fahrt euch fest. Wir gucken uns das mal kurz am Hinterrad mal an. Wir stellen uns mal vor, es ist Panik, ihr wollt dringend los und ihr habt wirklich die Kupplung so kommen lassen, dass ihr euch eingegraben habt. Wie gesagt, wie du schon sagst, hier schwierig, aber jetzt stellen wir uns mal vor, ihr steht eingegraben im Hinterrad drin. Was könnt ihr jetzt machen? Ihr könnt immer wieder Gas geben und euch noch tiefer eingraben, es wird immer hoffnungsloser. Oder lieber gleich hergehen und sagen, okay, ich versuche jetzt das, was ich habe, zu retten und hier wieder rauszukommen. Manchmal klappt es durch Wippbewegung sozusagen in der Kuhle, im richtigen Moment Gas zu geben und dann den Eigenschwung nutzen und irgendwann dann mal sagen, jetzt bleibe ich drauf. Ne? Genau. Aber dann fühlt es sich halt immer auf der eigenen Fahrgasse zu sein. Ne? So. Wenn ihr so ein Loch ist, dass ihr nicht mehr rauskommt, denkt daran, was ihr dabei habt. Und da fällt mir sofort ein, ne, der Feuerwehrwilli Spezial an der Stelle ist, hier was in das Loch reinzuwerfen, damit man ja wieder Grip bekommt. Und das zeige ich euch mal jetzt. Ich habe mir Gedanken gemacht, was kann man nehmen, um irgendwie dieses Loch, wo man sich festgefahren hat, irgendwie auszulegen, dass man wieder ein bisschen unterfüttern kann, ein bisschen Grip bekommt, um erstmal den ersten Meter wieder in Gang zu kommen und erstmal ein bisschen Schwung aufzunehmen. Da habe ich mir gedacht, halt die Schlauchbrücken. Das ist halt ein Willi Spezial jetzt, dass ich sage, wir legen die Schlauchbrücken einfach quer drunter. Und zwar soll es ja möglichst viel Grip haben. Deshalb würde ich sagen, die Seite, die ihr sonst klassischerweise nach oben legt im Straßenverkehr, die legt ihr erstmal nach unten. So. Schiebt das in das Loch ein, wo ihr festgefahren seid. Und dann kann man da wunderbar mit auslegen. Von mir aus könnt ihr das halbe Auto reinwerfen, wollte ich schon sagen. Also aufgewickelte Schläuche, von mir aus könnt ihr, naja, Feuerlöscher vielleicht nicht, aber alles, was einigermaßen fest ist, Strahlrohr von mir aus, wenn es gar nichts hilft. Ne? Besser, hauptsache das Auto raus, wenn ihr nichts habt. Natürlich am besten wäre Holz, Steine, wenn ihr habt, rein damit, ein bisschen umgucken, was haben wir hier, ne? In das Loch befestigen und raus. Ne? Oder wenn ihr könnt, auf der eigenen Fahrgasse, die ihr vorgefahren seid, ein bisschen zurück, ein bisschen Anlauf nehmen und nochmal durch. Ne? Aber wie gesagt, nur als kleinen Tipp, die habt ihr meistens alle dabei und ich denke mal, die sind sehr wertvoll für so einen Fall. Ja. Und sogar noch Heule. Wer hätte das gedacht? Also wichtig ist, wenn ihr einen Flächenbrand angreift, dass ihr immer mit dem Wind angreift. Das heißt, wenn das Feuer in dieser Richtung ist und der Wind in diese Richtung geht, werdet ihr auch von hier aus ranfahren an das Feuer. Niemals in den Qualm rein und niemals die großen Flammen in Empfang nehmen, sondern immer mit dem Wind angreifen. Natürlich kann ein Wind auch mal drehen, aber grundsätzlich ist das immer die richtige Vorgehensweise. Ne? Dann, wenn ihr verbrannte Flächen habt, die schon erloschen sind, könnt ihr da ruhig rauffahren, weil da kann es nicht normal brennen, da seid ihr geschützt. Natürlich nicht in Dorfgelegenheit. Dorf oder in Glut noch reinfahren oder sowas. Das nicht, aber wenn das abgebrannt ist und schon vorbei ist, irgendwie, wenn sowas mal abgebrannt ist, dann ist es relativ gefahrlos, dann auf diese Sandfläche raufzufahren. Haben wir eigentlich alles? Ja, was vergessen? Das soll nur so ein kleiner Ratgeber sein, zum drüber nachdenken. Und das Wichtigste, was ich oft sehe, ist, dass das Fahrzeug nicht in Fluchtrichtung steht. Und wenn mal was passiert und ihr ein Fahrzeug aufgeben müsst, lieber das Fahrzeug als irgendein Kameraden oder Kameradin. Denkt an eure eigene Sicherheit und hoffen wir mal, dass es nicht so oft brennt. Ne? Bitte? Nicht den Helden spielen und nochmal hinlaufen zum Fahrzeug, das bringt nichts. Genau. Er weg. Richtig. Das ist so. Genau.
Und wenn es passiert, ist nicht schlimm. Ja. Nobody's perfect. Nö, aber so ein Fahrzeug kann man ersetzen, aber so ein Willi nicht. Oh, den noch. Nein, da bin ich schon so. Also denkt an eure Gesundheit und Jungs, vielen Dank für eure Zeit. Ne? Jo. Herrlich. Und lasst den mal einen Gefällt mir da. Alles klar. Bis dann. Tschüss. So. Man greift immer mit dem Wind an. Das heißt, wenn der Wind in diese Richtung geht, werdet ihr auch von hier hinten aus angreifen. Also niemals in die Qualmwolke stellen und das Feuer angucken. 9 Uhr morgen Tablettenausgabe. Gut. Ich bin da gerade Wind, gibt's der Kamera? Ich auch nicht. Maurice, komm mal her hier. Wo kommst du her? Ortsfeuerwehr Helsdorf, wohne auch in Helsdorf. Cooler so. Typ. Würde ich sagen, ne? Und hatte ich Marvin eben einfach gefragt, ob du jetzt mit Lust hast, mal mit hier den Willi mit rein. Er fragt mich jeden zweiten Tag, aber... Ja gut, was hat die Frage gar nicht wissen? Wahrscheinlich geht es mir um Kaltgetränke. Deswegen freut er sich eigentlich, die Querensteiger. Ist Querensteiger? Ja. Cool. Sieh mal, auch hochmotiviert. Querensteiger sind für mich immer Gold wert. Ne? Nicht so verwöhnte Jugendfeuerwehrkinder, ne? Nein. Ja, Robin. Hallo. Ne? Robin? Ja, Robin auch super. Du bist ja auch Helsdorfer. Obwohl, du bist viel in Berlin unterwegs, ne? Ja, momentan, ja. Hey, siehst du hier, ne? In Helsdorf und so, in Festberg, da werden Helden geboren, ne? Berlin, ja. Du, wer hätte das gedacht? Und Andi? Ja. Den hol ich mal dazu? Ja. Ach, er hat wieder gepennt. Finn ist übrigens auch da. Das gibt wieder Ärger. Finn ist dahinter, den sieht man nicht. Und Andi hier? Meine liebe Dame, auch aus Helsdorf. Wie schön, dass auch relativ neu bei den Aktiven, du hast lange Pause gemacht. Du warst ja mein Schwerpunkt auch, ganz heftige AGT und so auch. Ne? Ja, nein, ich meine, du hast schon Erfahrung von der Schwerpunkt her. Das ist natürlich viel auch schön, dass ihr da auch so zueinander gefunden habt. Ja. Ich habe dich ja damals auch schon immer genervt. Ne? Ja, hat er. Er ist furchtbar manchmal. Oh, ich kenne das. Ja. Das schneidet er bestimmt jetzt wieder raus. Nein, das schneidet nicht raus, da stehe ich zu. Ich bin echt fürchterlich. Fürchterlich. Genau. Und einen haben wir noch. Finn. Ja, der steht den auf einmal. Den müssen wir noch mal holen. Warte, den tauschen wir jetzt mal aus. Hier haben wir die Feuerpatsche. Jo. Warte, okay, wir holen jetzt Finn da mal her. Okay. Finn. Hey. Hey, Finn. Jetzt mal vor der Kamera. Jetzt kannst du hier mal in Ruhe meckern, wie schlecht ich immer vor der Kamera bin. Ja, mein. Was soll ich sagen? Also am schlechtesten sind immer die Special Effects, ne? Die Special Effects, ja, da brauche ich ja noch welche ein. Hier, warte. Ja. Ja. Was wollen wir denn? Ah, hier, da. Oh, Vogel. Nein. Ja, Vogel. Okay. So, und jetzt für euch im nächsten Video gucken wir uns mal erstmal das Gefährt an. Wenn schon mal die Firma Schlingmann hier ist, dann wollen wir uns das Ding auch mal angucken. Ne? Unimog 2019, würde ich mal sagen. Gucken wir uns mal gleich mal an. Alles klar, vielen Dank. Ne? Bis dann. Ja. Und du gibst dann mal ein Getränk aus. Schön. Für die Damen, wisst ihr, wie die heißen. So. Gibt wieder Ärger zu Hause, ne? So. Ja, im Zweifelsfall immer Marvin schreiben. Ich verteile euch.